Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. So, ausmachen. Was? Das richtige, die richtige Tür? Ja. Gleichzeitig ganz in der Nähe? Ja! Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Als ob. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Als ob das funktioniert hat. Bitte was? Alter Vater. Ne. Einfach ne. Das kann nicht wahr sein, Leute. Es kann einfach nicht wahr sein. Ach du Kacke, ey. Das ist anstrengend. Also, Poki hat am Anfang ja gesagt, dass dieses Rätsel so komplex ist, ne? Jetzt weiß ich, was er meinte. Heilige Scheiße, ey. Oh, man muss ja über 50 Milliarden Ecken denken. Nee. Nee. Aber nee. 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 Nee, 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 nee. Ja, nu? Das sieht kompliziert aus. Hübsch bunt. Was ist jetzt mit dem Generalschlüssel? Hat er den mit aufs Klo genommen? Hey, lass das. Mist. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Die Erde ist zu trocken, um darin einen Abdruck zu hinterlassen. Cool, jetzt habe ich Matsch. Als ob. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow. Das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Und wer ist Watson? Oh je. Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Eieiei, und das Gold ist schon geschmolzen. Na dann mal los, Edna. Okay. Das heißt, wir gehen nochmal zum Ofen. Würde ich meinen. Bitte lass das funktionieren. Bitte. Bitte. Mann. Da lang. Man hört, wie ich mein Bonbon esche. Aber es hilft. Gegen den Husten, das ist halt gut. Ist halt, ja. Ich esse nicht gern was während der Aufnahme. Aber ein Hustenbonbon ist, glaube ich, zu verkraften, Leute, oder? Hm?
Okay. What? Autsch! Oh. Das sollte klappen. Okay. Moment, und jetzt? Der soll doch abkühlen. Ja gut, das macht Sinn. Okay. Wo war denn was Kühlendes? Also jetzt ehrlich. Küche. Haben wir hier einen Kühlschrank? Eigentlich müssten wir einen Kühlschrank haben, oder? Und keinen Kühlschrank. In der Küche war es nicht. Hinten. Auch nicht so. Moment. Hatten wir überhaupt einen Ort, wo es irgendwie kühl war? Oben? Elektrostuhl. Dann das? Nee. Moment, hey, hier ist nicht erlaubt. Ja, ich bin schon weg. Na was? Müsste ich? Ich bin gerade im Moment. Wo? Nee. Und hier? Da ist ja auch nichts Kühlendes. Da können wir nicht mehr rein, da wird also auch nichts sein. Wow, der Rhyme. Im Aufenthalts-, also im Kunstraum hier? Dim, 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 dim. Das Regal, das Fass. Vielleicht ist das ja kühlend. Lieber nicht. Ja. Hier hätten wir auch keinen Kühlschrank, ne? Nee. Sitzecke. Dicker Tisch. Aber auch nicht. Einen Moment. Ich finde das heraus. Wo kann man denn was kühlen? In einem Kühlschrank, in einer Gefriertruhe, bei einem Ventilator. Kaum ist der Hustenbonbon leer, ne? Fange ich wieder an. Da geht's wieder los. Hier ist es doch kühl drin, oder? Warum wird der Schlüssel nicht endlich fest? Ich sollte irgendwie nachhelfen, so wird das nie was. Ich finde sicher einen Weg, die Form abzukühlen. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, aber wie machen wir das? Haben wir den, warte mal, haben wir den Topf eigentlich noch? Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Ja, haben wir noch. Okay, cool. Reinigungsstück und Säcke. Ist ja auch nicht kühl hier. In dem Badezimmer war es aber auch nicht kühl, oder? Ist ja auch nichts, nee. Wie sieht's hier aus? Erstmal Licht ausmachen. Hallo. Um noch. Achso, Glück hast du. Ich muss weg. Frisch. Ich dachte, er kann uns vielleicht einen Tipp geben. So, und hinten in dem anderen Zimmer, wo Hoti und so drin waren, ist es ja auch nicht kühl. Alter, dieser Husten, ne? Und los geht's. Ich glaube, dass ich so viel rede, ist prinzipiell auch nicht so gut für meinen Hals, aber egal.
Muss ja sein, ne? Da kommt der nächste Ausgang. Im Keller ist es doch eigentlich immer kühl, oder nicht? Also theoretisch müsste es hier eigentlich todeskühl sein. Hier noch irgendwie was zum Abkühlen von irgendwas oder so? Nee, ne? Eats, Postkarte, Akten. Hier ist aber auch nichts, was abkühlt. Hier unten ja auch nicht, ne? Reden. Hallo, hallo, ich glaube. Nee. Moment. Damit komm nur auf. Ja, okay. Jetzt sonst so gedacht. Vielleicht ja den Ofen komplett abkühlen, sodass er zur Kühltruhe oder so wird. Anstatt zur Heizung. Hätte sein können. War aber nicht so. Hätte man sich denken können, ja, ich weiß. Egal. So. Wir haben hier kein. Haben wir echt keinen Kühlschrank oder sehe ich den einfach nur Handtücher? Aber nee, haben wir nicht. Okay, dann bin ich. Wollen wir jetzt was machen? Nee. Der Plan ist leer. Ja. So, hier haben wir auch nichts. Ich glaube, eigentlich müssen wir in den Dings hier nicht nochmal rein. Ja, nee, haben wir auch nichts mehr. Also, lässt uns ja auch nichts abkühlen. Haben wir vielleicht irgendeinen Gegenstand, wenn ich jetzt nicht irgendwie. Ich hoffe, ich bin nicht zu verpeilt gewesen. Noch immer heiß, ja, okay. Einmal verbrachte Captain Unbrauchbar 30 Nächte in einer Kuchenform. Alter! Der Konditor ist ihm trotzdem entkommen. Oh. Schade. Mit Senf. Ich glaube nicht, dass der Senf das Gold abkühlen würde. Ketchup. Die Karte. Flüssiges Gold steht nicht auf der Karte. Ich hab trotzdem. Das Leben ist. Schade. Wieder zurückgießen? Im Augenblick des Triumphs? Jo? Okay. Jetzt hatte ich erstmal zwei geile Ideen, die mir weitergebracht, die mir weitergeholfen haben. Und jetzt wird erstmal nichts mehr daraus werden. Jetzt brauche ich erstmal wieder Ewigkeiten, um was Gutes draus zu machen, glaube ich. Haben wir hier in Alfreds Dings irgendwas, was abkühlt? Dün. Ja, eigentlich nicht, ne? Nee, eher spenden die Kerzen hier noch mehr Wärme. So, in dem Raum hatten wir auch nur den elektrischen Stuhl, der kühlt auch nicht ab. Hier drin haben wir eigentlich ja auch nichts Kühles, ne? Hatten wir in diesem Aufenthaltsraum hier hinten, da wo die Kaffeemaschine steht, hatten wir dann Kühlschrank. Wenn da ein Kühlschrank steht, ne? Dann flippe ich aber aus. Nee. Schade. Schranktür benutzen. Vielleicht in der Schranktür was Cooles? Cooles? Kühles? Vielleicht können wir es hier reinlegen. Nee. Achso. Vielleicht ja abkühlen unterm Wasserhahn. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Echt? 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 Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich hab's geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Oh, nicht im Ernte. Oh. Als ob das theoretisch so einfach ging. Ach, you for real. Ja.
Leute! Wupp, wupp! Ich weiß nicht, wie weit das Spiel noch geht, aber ich hab das Gefühl, wir haben es bald mal durch. Was? Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Nee. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Ey! Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälzt die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Schlag ruhig weiter, wo... Ja. Okay. Entweder ist es... ist es das Fahrrad, was wir brauchen. Oder, obwohl das halt echt mies wäre. Oder halt, wir finden draußen irgendwas. Nein, ich... Das ist es nicht. Dann finden wir bestimmt draußen irgendwas, weil wir können ja jetzt nach draußen. Wir können jetzt die Tür unten aufmachen. Ach, geil. Jetzt sind wir wirklich komplett in dieser Anstalt nicht mehr eingeschränkt. Kein Stück. Wir können überall lang. Überall. Das ist so nice. So nice! Dass man echt so spät erst einen Generalschlüssel bekommt, ist krass. Ja! Ja! Achievement. Ich bin endlich frei! Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Gleichzeitig? Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Okay. Müssen wir nicht jetzt eigentlich ein Achievement bekommen? Dafür, dass wir den Duft der Freiheit schon mal schnüffeln hier ein bisschen? Genug gedeckelt. Achso. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht, aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch 2 Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja.
wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Das ist so gemein. Ob einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Das ist so gemein. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. So einen hab ich schon. Oh, ist das gemein. Nee, dann damit nutze ich auch jetzt nichts. Gar nichts. Rüstzeug im Kampf gegen die Antriebslosigkeit. Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft. Lauft weg! Das ist alles nur Unsinn. Alles nur Unsinn! Unsinn! Alles klar. Dann hören wir auf Poki und hören auf. Nein, wirklich. Also, ich beende jetzt hier die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir eine kurze Zeit lang echt am Arsch waren. So. Und es langweilig war. Es tut mir echt leid. Aber naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... das nächste Mal wieder. Haut rein.